sauer, dass Italien den Krieg im Balkan und Afrika nicht alleine führen könnte. Ich habe heute in der Bibliothek für Bücher gelesen. Computer? Bücher. Einmal eins über IT-Recht habe ich mir ausgedruckt. Eins über Civil Law in England. Das ist hochinteressant, sage ich dir. Die haben ein völlig anderes Rechtssystem. Nämlich bei uns ist alles so geschriebenes Recht. Ja? Wir haben für alles ein Gesetz, damit eben diese Rechtssicherheit besteht, dass die Leute wissen, für was sie bestraft werden, was für was nicht, weil es eben alles aufgeschrieben wurde. Und in Britannien ist es ganz selten. Also da gibt es sehr wenig Gesetze. Sonst ist es hauptsächlich Richterrecht. Oh. Und es geht nur um Präzedenzfälle. Und der Richter hat einen extremen Spielraum für alle Fälle, die noch nie entschieden wurden. Und für die schon mal entschieden wurden, an die muss er sich dann halten und wieder das gleiche Urteil fällen. Was ziemlich crappy sein kann. Selbst wenn er weiß, dass das Urteil schlecht ist. Nice Healer. Oh, nice. Danke. Muss er das trotzdem wieder machen. Wegen der Rechtssicherheit. Was wir halt durch Gesetz haben, haben die dadurch, dass die Richter immer wieder das Gleiche entscheiden. Und hier... Wow, ich hätte noch gerettet. Oh Mann, ich hab so krassen Akkuverlust. Ich merke das schon. In der Hand stand mal voll im Feuer. Dann machen die auch Full Damage, während ich mich bewegen muss. Das ist doch... Trotz Draven läuft das eben nicht so gut. Und es gibt ja so ein paar Ausnahmefälle, wann ein Richter dann doch was anderes entscheiden kann. Aber die sind extrem gebunden und viele kritisieren das auch, selbst die Richter. Aber irgendwie kommt das nicht durch. Und sick ist, dass das oberste Gericht ist das königliche Gericht. Das ist das House of Lords. Und... Nice Umgang zu mir. Hab ich? Nee. Aber man, er hat doch schon Cut Island. Und die Gesetze werden tatsächlich von der Queen gegengezeichnet. Das ist schon cool. Ja, das ist aber auch irgendwie nicht brisant, sondern bedenklich, ja. Es ist halt eine Monarchie noch, da können sie mir erzählen, was sie wollen. Ja, aber ich wusste nicht, dass es noch so stark ist. Da haben Parolen für wie für die Queen wenigstens noch Bedeutung, oder? In Deutschland ist das ja in Vergessenheit. Ja. Ja, es hat schon was, ne? So sowas zu haben wie eine Queen. Aber finde ich eigentlich ganz nice. Oder ein Kaiser oder so, ja. Und wenn ich dann so demokratisch das überdenke, ne, ist dann nicht mehr so nice. Ist halt so schön traditionell. Tage schon wieder hier mit der Ohren. Oder man muss nur selbst an der Spitze sein. Ja, das wird schwierig, wenn man eben nicht gewählt wird. Oder. In der Monarchie musst du nicht gewählt werden. Ja, das ist ja der Punkt gewesen. Lass ich mal kurz was trinken. Ready? Yep. Oh ne. Okay. Und noch ein Buch hatte ich da. Hitlers Weltanschauung hieß das. Habe ich noch nicht weit gelesen. Jetzt sind wir hier schon fast durch wieder. Na.
Man kriegt doch nicht so viel Erfahrung, muss man sagen. Prozentual gesehen. Wie schnell wir unsere Erholung schon wieder weggeburnt haben im Prinzip. Ja, das stimmt. Schon nach der ersten Linie oder schon in der ersten Linie. In der... Habt ihr irgendwas Spezielles? Ne. Whee. Oh, das ist ja. Ja, what the fuck war das denn? Okay. 77k ist der Enrage gegangen? Ah. Ich habe nur 38k bekommen. Man lernt nie aus, ne? Ja. Ach, abgestürzt. Du oder dein Charakter? Beides. Beide. Na, das spricht nicht für die DBS, ja. Ja. Aber wenn Enrage-Modus bedeutet, dass er alle One-Hitted, ne? Oh Mann. Ja, ist schon ein bisschen sick. Ja, es ist sick, aber nicht overpowered. Warum? Man kann ja selbst auch so stark werden. Ja. Also nicht in diesem Meta. Im nächsten vielleicht auch nicht. Na, das könnte schon sein. Guck mal, wie viel HP hatte der? Ach so, wie er. Naja, aber One-Hitten, 77k Crit kann man schon schaffen. Ja, ich wollte ja eigentlich, damit es balanced ist, ja, müsste man ja entweder viel mehr HP haben oder ihn auch One-Hitten. Ja, man müsste nur genauso viel HP und genauso viel Damage machen. Das wäre langweilig. Oder weniger HP, dafür mehr Damage. Und das könnte im nächsten Add-on schon sein. Das meine ich, aber es müsste ja im richtigen Verhältnis sein. Kommt davon, welche Formel du da nehmen würdest. Eine, die das richtige Verhältnis zum Ergebnis bringt. Ich will die Lacoste Annäherung nehmen. Ach so. Dann nehme ich die Lobrechtsche Vergeltungsfrage. Ach, es gab ein Portal, ne? Ja. Ja. Cataclysm.
Gewehr ist richtig geschrieben. Nice. Ja, also nach Kata habe ich auch noch nichts gespielt. Eigentlich nur witzig gemeint, aber ich werde erst gerade totally pissed. Ich wäre es zumindest. Haben Sie immer noch welche tot? Soll ich die erressen? Erect, erect, erect. Was geht? Hä? Erect, erect, erect. Erect, erect. Ohne T. Nee, nee, du hast erect gesagt. Hab ich? Hast du nur verstanden. Habe ich verstehen wollen. Aha. Tüt. Bitte spähen Sie nach dem Piepton. Piep. Danke für Ihren Anruf. Voll awesome. Grüß auch, wenn du mehrere Pieptöne einbaust. Düt. Ganz kurz. Hallo, ich wollte hier düt. Hallo, ich wollte mal heute düt. Das kann sein. Verunsichert die Leute, dann sind sie super. Können sie theoretisch machen eigentlich. Ja. Wenn das Tape lang genug ist. Ja, man arbeitet ja heutzutage nicht mehr mit Tapes. Aber was sind die Leute noch zu motivieren, ne? Jo, Halle, ich habe heute die. Hallo, ich wollte die. Den Abstand mussten wir immer größer machen. Damit sie nicht suspicious werden. Ja, das heißt, nur die wichtigen Anrufe landen dann bei dir. Und wenn die dann noch motiviert sind, dann weißt du entweder, sie kennen dich und deinen Anruf fahren wollen, oder die Nachricht ist einfach so super awesome. Musst du einfach gehört haben. Wo liegt denn der? Ich hab das wieder verwirrt. Nee, also ich hab das gemacht. Okay, jetzt nicht mehr vipen. So? Na, lass mich lieber Mana holen. Das ist okay. Okay.